Der Südtiroler Apfelanbau ist nicht nur eines der größten Apfelanbaugebiete in Europa, sondern eines mit der längsten Tradition. Und in all diesen Jahren ist ein komplexes System rund um den Apfel entstanden. Es ist sehr komplex und es ist nicht für alle immer ganz einfach zu verstehen. Dann ist uns eingefallen, ja, es gibt diese tollen Kinderbücher mit diesen Wimmelbildern. Wir wollen zeigen, was rund um den Apfel in all diesen Jahren entstanden ist. Und alle, die darin abgebildet sind, haben in irgendeiner Form, groß oder klein, bedeutend oder weniger bedeutend, am Erfolg des Südtiroler Apfels teil. Obstbar hat in Südtirol eine sehr lange Tradition und nachdem die Gegebenheiten eigentlich so sind, dass wir sehr klein strukturierte Betriebe haben, brauchen wir eine große Gemeinschaft, damit unsere Betriebe überhaupt lebensfähig sind. Denn ohne Zusammenschluss, ohne Zusammenwirken der gesamten Akteure, die wir am Wimmelbild sehen, ist die Lebensfähigkeit der Obstwirtschaft in Zukunft nicht gegeben. Also die Südtiroler Obstwirtschaft steht natürlich für über 7000 Obstbauern und wir als Bauernbund unterstützen diese Initiative aus voller Kraft mit der Weiterbildung von unseren Obstbäuerinnen und Obstbauern, aber auch mit der Hilfe natürlich diese Produkte, es geht ja nicht nur um den Apfel, es geht ja auch um Marillen, um Erdbeeren, um Himbeeren und so weiter, um eben diese Produkte gut an die Frau und an den Mann zu bringen. Südtiroler Obstwirtschaft ist einem Exportschlager, muss man fast sagen, geworden. Also ein wichtiger Teil auch des Südtiroler Exports ist auch ein wichtiger Botschafter unseres Landes draußen. Denn die vielen Äpfel, die draußen konsumiert werden, jeder einzelne ist eine Werbung für unser Land.